Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt Nummer 16 sowie Zusatzpunkt Nummer 11. Es geht um die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 der Richtlinie der EU 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt sowie die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Einsatz von Kunststoffen verringern, Hersteller in die Verantwortung nehmen. Verabredet ist es hierzu, 39 Minuten zu debattieren. Für die Zuhörenden vorzugsweise im Sitzen. Und das wäre meine Bitte, dass Sie Ihre Plätze einnehmen. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin Steffi Lemke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein guter Tag, um darüber zu debattieren, wie wir unsere Gesellschaft vom Einwegplastikmüll etwas stärker befreien können, wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen, wie wir die Verschmutzungskrise, die globale und auch die in Deutschland bekämpfen können. Und hinter dem Titel des Einwegkunststofffondsgesetzes verbirgt sich genau eine von vielen Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung dies angeht. Wir packen das Problem mit diesem Gesetz an der Wurzel und wir nehmen die Hersteller von Wegwerfprodukten in die Mitverantwortung. Sie sind es letzten Endes, die die Entstehung dieser Wegwerfprodukte von Einwegkunststoff überhaupt erst in Gang setzen. Und an dieser Stelle ist deshalb ein wirklich deutlicher Impuls für nachhaltigeres Wirtschaften nötig. Das wird erreicht, indem die Hersteller für die Umweltverschmutzung in die Verantwortung genommen werden, quasi zur Kasse gebeten werden. Eine Studie des Umweltbundesamtes hat ergeben, dass allein die Entsorgung des Mülls aus Einwegkunststoffprodukten die öffentliche Hand bis zu 430 Millionen Euro jährlich kostet. Und dabei ist die Ressourcenverschwendung, die damit verbunden geht, noch nicht einmal eingerechnet. Ein guter Teil des Einwegplastiks ist bereits heute verboten, aber natürlich ist das nicht für alle Produkte gleichermaßen sinnvoll und machbar. Zum einen wirken diese Verbote vor allem dann, wenn sie europaweit eingeführt werden, und zum anderen müssen umweltfreundliche Alternativen vorhanden sein. Und genau um diese zu bekommen, die Alternativen, müssen entsprechende Anreize gesetzt werden. Das heißt, dass wir mit dem Einwegkunststofffonds nicht nur die Hersteller mit in die Verantwortung nehmen, in die finanzielle Verantwortung nehmen, sondern dass es genau darum geht, überflüssige und unsinnige Produkte in Zukunft nicht mehr in den Verkehr und in die Umwelt zu bringen und das Produktdesign generell hin zum Mehrweg zu entwickeln, damit die Vermüllung unserer Umwelt aufhört. Seit knapp drei Wochen gilt die Mehrwegangebotspflicht. Sie verpflichtet die Gastronomie, Lebensmittel und Getränke zum Sofortverzehr in Zukunft in Mehrwegverpackungen anzubieten. Aber das alleine reicht auch noch nicht. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht deshalb vor, dass die Hersteller von To-Go-Verpackungen, Getränkebechern, aber auch Zigaretten, das ist mir besonders wichtig, auch von Zigaretten, auch von Luftballons, künftig die Kosten für die Reinigung und Entsorgung im öffentlichen Raum bezahlen müssen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass der Bundesrat das Gesetz unterstützt. Ich werbe natürlich auch hier im Bundestag für die Unterstützung, bin mir auch ganz sicher, dass sie kommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Klimakrise, sie ist inzwischen in unserem Bewusstsein überall angekommen. Die Krise des Artenaussterbens hat mit dem Weltnaturgipfel von Montreal im Dezember große Aufmerksamkeit, große Unterstützung und ein starkes Abkommen erfahren. Lassen Sie uns jetzt auch gemeinsam die dritte große ökologische Krise angehen, die Verschmutzungskrise. Unsere Umwelt hat es verdient. Vielen Dank.
Frau Ministerin, wir danken Ihnen für Ihre Rede und gratulieren sehr herzlich zu Ihrem heutigen Geburtstag. Der Geburtsjahrgang weist wahrscheinlich auf die späteren Getränke hin. Alles Gute für Sie. Anja Weisgerber hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, auch ich schließe mich den Glückwünschen zum Geburtstag an und wünsche vor allen Dingen Gesundheit. Deutschland ist ein Industrieland, das Rohstoffe dringend braucht. Und angesichts der Rohstoffknappheit ist es wichtig, dass die Rohstoffe, die bei uns im Land sind, dem Kreislauf auch wieder zugeführt und wieder genutzt werden. Deshalb muss es unser Anliegen sein, dass wir Anreize für mehr Recycling auch schaffen. Nachhaltigkeit bei Design ist das Stichwort. Wichtig ist deshalb, dass Verpackungsmaterialien schon so produziert werden, dass sie gut recycelt werden können. Deshalb schaffen wir mit den von uns eingeführten Lizenzentgelten, die die Hersteller von Verpackung von Produkten bezüglich der verwendeten Verpackungen bezahlen müssen, Anreize. Denn diese Lizenzentgelte sind umso höher, je schlechter die Verpackungen recycelt werden können. Diese Lizenzentgelte müssen wir aus unserer Sicht weiterentwickeln und noch effektiver gestalten. Es gibt aber auch Verpackungen, die eben in die Umwelt oder in die Abfallbehälter der Kommunen entsorgt werden. Denken wir zum Beispiel an Kunststoffverpackungen von Fastfoodketten. Dann sind die Kommunen für die Reinigung bzw. Entsorgung zuständig. Und hier ist es grundsätzlich schon richtig, dass die Hersteller von Einwegkunststoffprodukten, die nicht so konzipiert werden, dass sie dem Kreislauf zugeführt werden können, mit einer Abgabe belegt werden, die eben in diesen Einwegkunststofffonds auch fließt. Und es ist grundsätzlich schon sinnvoll, dass die Kommunen entlastet werden. Aber diese Kostenbelastung muss gerecht sein und sie muss eben auch Sinn machen. Es darf nicht so passieren, dass die Kommunen hier eine neue Geldquelle identifizieren und die kommunalen Haushalte damit hauptsächlich entlastet werden sollen. Die Kostenanlastung, aber auch die Ausgaben des Fonds müssen möglichst korrekt und fair beurteilt werden. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass die Beträge, die eingezahlt werden müssen, an der gesamten produzierten Menge der Einwegkunststoffverpackungen anknüpfen und nicht an der Menge, die tatsächlich auch in die Umwelt oder in die kommunalen Abfallbehälter entsorgt werden. Und deswegen begrüßen wir die Einrichtung eines Begleitkreises, der genau diese Fragen neutral und fair beurteilt. Und genau da hat der von der Koalition vorgeschlagene Gesetzentwurf gravierende Mängel. Wir als Unionsfraktion, wir sind auch für die Herstellerverantwortung. Aber unserer Ansicht nach ist es die beste Lösung, die bereits vorhandene zentrale Stelle als verantwortliche Stelle für den Einwegkunststofffonds einzusetzen. In der zentralen Stelle gibt es schon jetzt sachkundiges Personal. Dort liegen bereits jetzt viele der benötigten Daten bereit. Und die Hersteller können auch ihre berechtigten Anliegen einbringen. Aber daran, werte Vertreter der Ampelkoalition, dass auch die Anliegen der Wirtschaft gehört werden, daran haben Sie augenscheinlich wenig Interesse. Lieber beauftragt das Bundesumweltministerium das Umweltbundesamt. Und es wird dort erst eine neue Kommission geschaffen, ohne Beteiligung der Wirtschaft. Das ist bürokratisch und schafft Doppelstrukturen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Problem ist auch, dass Entscheidungen des Umweltbundesamtes, die von den Empfehlungen der Einwegkunststoffkommission, die dann geschaffen werden soll, abweichen, nicht begründet werden müssen. Insofern wird auch klar, wie Sie den politischen Durchgriff dann absichern wollen. Das UBA wird damit zum alleinigen Entscheider über die Höhe der Abgabe. Damit sind die Ergebnisse der Arbeit auch vorprogrammiert, so wie Sie den Einwegkunststofffonds anlegen, genau so, wie Sie ihn anlegen und organisieren wollen, so können wir ihn nicht mittragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wird kommen?
weitere hohe Kostenbelastungen für die Hersteller und Inverkehrbringer, ein Verdrängen unliebsamer Produkte über unfair zu hoch angesetzte Kosten. Und um das zu verhindern, ist es wichtig, dass die Anzahl der Vertreter und Hersteller in der Einwegkunststoffkommission wenigstens 50% beträgt, dass sie auch ihre Anliegen einbringen können, dass die Kommission eben auch fair und ausgeglichen entscheidet. Und wir fordern eine Zustimmungspflicht auch des Deutschen Bundestages bei der Entscheidung über die Höhe der Abgabe. Völlig unlogisch ist aus unserer Sicht die Einbeziehung der bereits bepfandeten Getränkeverpackungen. Jeder weiß, dass diese Verpackungen wegen des Pfandes kaum im öffentlichen Raum entsorgt werden oder, wenn doch, dann von Dritten gesammelt werden. Wir sehen den Beratungen sehr gespannt entgegen und werden uns sehr konstruktiv einbringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Michael Tiefs ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, wir alle ärgern uns darüber. Wenn wir zu Hause in den Mülleimer schauen und wir wissen, dass wir wieder zu viel Müll produzieren, ja, wir ärgern uns darüber, dass Produkte nur einmal benutzt werden, aus Kunststoff bestehen, dann sozusagen gleich zum Abfall werden, vielleicht nicht gut recycelt werden können. Und genau das war der Anlass für die Europäische Union, die Einwegkunststoffrichtlinie 2019 zu verabschieden. Und die haben ja was gemacht dort, was, glaube ich, uns allen ganz klar wird. Die sind an den Strand gegangen, so wie wir das ja auch manchmal machen im Urlaub. Nicht diese Geleckstände, die jeden Tag gereinigt werden, sondern da, wo eventuell auch mal was angeschwemmt wird. Und da hat man festgestellt, dass 80 bis 85% der Mengen an Abfällen, die dort ankommen, aus Kunststoffen sind. Und ein großer Teil sind eben Wegwerfprodukte, wie zum Beispiel Strohhalme, Plastikbesteck, Luftballons, Wattestäbchen, Feuchttücher. Sowas wurde dort gefunden. Und diese Produkte verursachen natürlich große Probleme. Sie bestehen aus Kunststoff, sie werden nicht biologisch abgebaut. Sie zerkleinern sich mit der Zeit, gelangen vielleicht sogar als Futter sozusagen in die Fische, landen bei uns auf dem Teller. Eine große Gefahr für unsere maritimen Ökosysteme, für die biologische Vielfalt und für unsere Gesundheit. Die Einwegkunststoffrichtlinie sieht eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, um das zu verhindern. Verbrauchsminderung von Produkten, Verbote auch, Anforderungen an Produkte und insbesondere das, was gerade eben schon erwähnt wurde, die erweiterte Herstellerverantwortung. Denn natürlich haben auch die Hersteller Verantwortung dafür, welche Produkte sie in Umlauf bringen. Wir alle tragen die Verantwortung, vernünftig damit umzugehen. Aber die Hersteller haben oft Alternativen, umweltfreundlichere Produkte, setzen die nicht ein. Insofern muss man ganz klar auch eine Verantwortung bei den Herstellern adressieren. Das Einwegkunststoff-Fondsgesetz, das wir heute in erster Linie debattieren, ist jetzt der letzte Schritt in der Umsetzung, in der vollständigen Umsetzung der Kunststoffrichtlinie der EU. In den letzten Jahren haben wir schon einige Gesetze dort erlassen. Wir haben auch einige geändert, wie das Verpackungsgesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz und bestimmte Produkte, die wir alle kennen, sind auch aus dem Umlauf verschwunden. Strohhalme aus Plastik, Wattestäbchen, Plastikbesteck finden wir nicht mehr, kann also in die Umwelt auch nicht mehr gelangen. Und wir diskutieren aktuell darüber, über die Mehrweggebotpflicht im To-Go-Bereich, wird gerade rauf und runter auch in der Presse diskutiert. Aber eins müssen wir uns doch klar machen, wenn wir weniger Abfall haben wollen, und das sagen wir bei jeder Gelegenheit, dann müssen wir Abfälle reduzieren und insbesondere Mehrwegsysteme sind da der richtige Schritt. Deswegen sollten wir das mit aller Kraft unterstützen, was da gerade in Gang ist, und nicht kleinreden. Mit dem vorliegenden Gesetz erweitern wir nun die Verantwortung der Hersteller und beteiligen sie eben auch finanziell an der Reinigung der belasteten Kommunen. Wir finden ja viele von diesen Dingen auch in Büschen in unseren Kommunen wieder. Und die Hersteller werden sich nun finanziell daran auch beteiligen. Das heißt aber nicht, dass wir bei der Entwicklung nicht auch genau hinschauen müssen.
Natürlich nimmt die Einweg-Kunststoff-Richtlinie in erster Linie Kunststoffe ins Auge. Und wir merken jetzt schon, dass die Hersteller reagieren. Das heißt, bestimmte Dinge verschwinden nach und nach, werden ersetzt durch zum Beispiel faserbasierte Verpackungen. Das sind also Verpackungen aus Papier, Pappe und anderen Dingen. Aber auch da muss man genau hinschauen, weil es große Unterschiede gibt in der Herstellung dieser Produkte. Und auch wenn wir heute sozusagen diesen Weg erstmal gehen, glaube ich, werden wir in Zukunft auch diese Richtlinie anpassen müssen auf Entwicklungen, die wir sozusagen dann auch haben werden, weil auch diese Dinge werden wir natürlich in unserer Umgebung wiederfinden und auch das wollen wir natürlich verhindern. Heute ist erstmal die erste Lesung. Das heißt, es gilt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag, wie es hineingegangen ist. Also auch wir werden die nächsten Wochen noch einzelne Elemente des Gesetzes diskutieren. Ich bin aber sehr dankbar, dass dieser Entwurf vorliegt und ich glaube, er ist auch in weiten Teilen durchaus ausgewogen. Ich möchte aber auch in dieser Legislaturperiode noch gerne eine Sache ansprechen, weil wir reden ja jetzt über einen Fonds, also über das Einsammeln von Geld, um eben, sage ich mal, ein Problem auch zu beseitigen, was wir in den Kommunen haben. Wir brauchen aber einen Fonds auch gegebenenfalls auch im Verpackungsgesetz. Auch da müssen wir mal genau hinschauen, dass wir umweltfreundliche Entwicklungen fördern und andere Dinge aber auch verteuern, die wir eben nicht haben wollen, um eine Lenkungswirkung zu entfalten. Deswegen ein gutes Gesetz heute, aber ich möchte gerne, dass an dieser Stelle die Entwicklung auch weitergeht. Meine Damen und Herren, wir gehören in Europa, hier Deutschland, zu den Spitzenreitern, was das Pro-Kopf-Aufkommen von Abfällen angeht. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wir wissen aber auch, dass weniger Abfall, mehr Recycling automatisch dazu führt, dass wir Ressourcen schonen können, natürliche Ressourcen, dass wir weniger CO2-Emissionen haben und weniger Vermüllung in unserer Umgebung und in der Natur. Ich glaube, diesen Weg müssen wir auf alle Fälle weitergehen und heute machen wir dazu einen wichtigen Schritt. Vielen Dank. Für die AfD hat Andreas Bleck das Wort. Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die illegale Entsorgung von Abfällen zu bekämpfen, ist richtig und wichtig. Dafür ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Einwegkunststoffabgabe jedoch ungeeignet. Zwei Feststellungen vorneweg. Erstens, die Hersteller sind nicht dafür verantwortlich, dass einige Verbraucher ihre Abfälle illegal entsorgen. Zweitens, für eine Verringerung der illegalen Entsorgung mittels Verringerung von Kunststoffabfällen fehlen zum Teil alternative Materialien. Daraus folgt, dass die Hersteller mit der erweiterten Herstellerverantwortung für die illegale Entsorgung von einigen Verbrauchern und für das Fehlen zum Teil von alternativen Materialien bestraft werden. Das heißt, die Bundesregierung bestraft Unschuldige. Das ist ungerecht und muss gestoppt werden. Stattdessen müssen wir im europäischen und nationalen Recht das Verursacherprinzip wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Nicht die Hersteller, sondern die Verbraucher gehören für die illegale Entsorgung von Abfällen bestraft. Das Verbraucherideal der Alternative für Deutschland ist der mündige und verantwortungsbewusste Verbraucher. Doch statt das Verantwortungsbewusstsein zu fördern, fördert der Gesetzentwurf die Vollkasko-Mentalität. Das ist der völlig falsche Weg. Damals haben wir die Bundesregierung aufgefordert, auf Ebene der Europäischen Union gegen die erweiterte Herstellerverantwortung vorzugehen. Dem ist sie nicht gefolgt. Jetzt behauptet sie, das europäische Recht eins zu eins in nationales Recht umzusetzen. Dem ist jedoch nicht so. So besteht die Einwegkunststoffkommission nicht ausschließlich aus den betroffenen Akteuren, hier die Vertreter der Hersteller und Entsorger, sondern zusätzlich aus Vertretern von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden. Sie ist kein Entscheidungs-, sondern nur ein Beratungsgremium und das, obwohl die Reinigungskosten zwischen den betroffenen Akteuren und nicht vom Umweltbundesamt festzulegen sind. Darüber hinaus legt die Bundesregierung die Verwaltungskosten der Einwegkunststoffabgabe auf die Hersteller um. Dabei sollten, wenn überhaupt, nur die Sammelkosten, Sensibilisierungskosten und Reinigungskosten auf die Hersteller umgelegt werden. Kurzum, der Gesetzentwurf ist von vorne bis hinten mangelhaft und er könnte möglicherweise auch verfassungsrechtlich nicht zulässig sein.
Werte Kolleginnen und Kollegen, ja, die illegale Entsorgung von Abfällen stellt die Entsorger vor große Probleme. Ja, die Reinigungskosten zur Beseitigung von illegal entsorgten Abfällen steigen. Und ja, die Reinigungskosten werden von den Entsorgern an die Allgemeinheit weitergereicht. Doch genauso wie bei den Entsorgern werden auch bei den Herstellern die Reinigungskosten an die Allgemeinheit weitergereicht. Bei den Entsorgern zahlt dann der Gebührenzahler, bei den Herstellern der Verbraucher. Und der Bürger kann sich aussuchen, ob er als Verbraucher oder als Gebührenzahler zur Kasse gebeten wird. Die Allgemeinheit zahlt letztendlich so oder so, leider. Sie zahlt aber in diesem konkreten Fall nicht für eine saubere und intakte Umwelt, sondern für die Aufblähung des Staatsapparats mit 32 Stellen im Umweltbundesamt und 2 Stellen im Bundesumweltministerium. Eine Aufwertung der zentralen Stelle Verpackungsregister, auf deren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen man hätte zurückgreifen können, wurde nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Und da stellt sich doch unweigerlich die Frage, ob es bei der Aufblähung des Staatsapparats wieder einmal um das Motto »Man kennt sich, man schätzt sich, man versorgt sich« geht. Werte Kolleginnen und Kollegen der regierungstragenden Fraktionen, wenn Sie die illegale Entsorgung von Abfällen bekämpfen wollen, dann sollten Sie die Klimaterroristen, die den Hambacher Forst vermüllt haben, bekämpfen. Sie sollten auch bei den Hauptverursachern der Vermüllung der Meere in Afrika und Afrika nachsetzen und dafür sorgen, dass diese Abfälle nicht in die Flüsse entsorgen. Dies würde im Unterschied zur Einführung einer Einwegkunststoffabgabe tatsächlich zu einer intakten und sauberen Umwelt beitragen. Vielen Dank. Judith Scudelny hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, kennen Sie das? Sie laufen durch Ihre Stadt und wo Sie hingucken, liegt Plastikmüll rum. Von der Bushaltestelle über die Straßen, überall kippen in den Grünanlagen, überall liegt irgendwelcher Müll rum. Und dieser Müll wird Stand heute von den Städten und Kommunen entsorgt und bezahlt wird das von der Allgemeinheit. Und das wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf ändern. Für bestimmte Produkte wie beispielsweise Kaffeebecher aus Plastik, Süßigkeitenverpackungen, vor allem aber auch für Zigarettenstummel, werden künftig die Hersteller zur Kasse gebeten. Dies gilt auf der einen Seite für die illegale Entsorgung, wenn die Leute einfach ihre Kippe auf den Boden und in die Walachei reinwerfen. Es gilt aber genauso für die legale Entsorgung, wenn die Menschen sich anständig verhalten, ihren Kaffeebecher aber in die allgemeinen Mülleimer werfen. Das sind Kosten, die wir mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf auf die Hersteller umlegen werden. Und damit werden unsere Städte und Kommunen finanziell entlastet. Ausgangspunkt des heutigen Gesetzesentwurfs ist die europäische SUPD, die Single-Use Plastic Directive oder auf Deutsch die Einweg-Kunststoffrichtlinie. Was als Projekt zur Säuberung von Meeren und Stränden begann, ist, wurde in der Richtlinie zu einem ökologischen Projekt für ganz Europa ausgebaut. Wir in Deutschland haben schon zahlreiche Punkte dieser Richtlinie umgesetzt. Wir haben bestimmte besonders schädliche Plastik- und Kunststoffe verboten. Wir haben Einwegplastikbehältnisse, die wir nicht brauchen, einfach noch mal untersagt. Und wir haben eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Artikel verpflichtend drauf gemacht, damit die Leute auch wissen, wo sie Dinge richtig entsorgen können. Und heute gehen wir bei der Umsetzung der Richtlinie den letzten Schritt. Wir verpflichten die Hersteller bestimmter Einwegkunststoffartikel, die Kosten der Entsorgung im öffentlichen Raum zu tragen. Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland ist dabei alles andere als trivial und einfach. In Deutschland wird die Reinigung der öffentlichen Flächen von den Städten und Kommunen übernommen. Die Reinigung von Städten und Kommunen soll aber künftig zum Teil aus der Wirtschaft bezahlt werden. Für diese Form der Finanzierung öffentlicher Leistungen von Teilen der privaten Wirtschaft gibt es im Moment kein Instrument und keine rechtliche Blaupause. Das Gesetz begibt sich damit auf absolutes Neuland. Und weil die Umsetzung verfassungsrechtlich herausfordernd ist, haben wir im Parlament die Aufgabe, die Gesetzesentstehung besonders sorgsam und besonders aufmerksam auch in den kleinen Details zu begleiten. Wir dürfen uns nichts vormachen. Die Kosten, die durch die Umsetzung dieser Richtlinie zusätzlich entstehen, werden die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland letztlich tragen. Daher wird die FDP-Bundestagsfraktion im Verfahren einmal mehr
auf Kosteneffizienz, Transparenz und Konsistenz mit den bereits bestehenden Gesetzen achten. Das vorliegende Gesetz ist eine gute Gesprächsgrundlage, und ich freue mich auf die ausstehenden fachlichen Diskussionen darüber. Auf eines will ich aber jetzt schon hinweisen. Wir haben in diesem Gesetz eine Herstellerverantwortung definiert, und wir werden sie neu implementieren in Deutschland. Es gibt aber auch so etwas wie eine Verantwortung für das Verursacherprinzip. Und für den meisten Plastikmüll, der da draußen in unseren Städten und Kommunen rumliegt, und vor allem für die Zigarettenkippen, die jeden von uns nerven, sind die Verursacher nicht in erster Linie die Hersteller, sondern die Menschen, die einfach ihre Fluppe nehmen und auf den Boden werfen. Das zu ahnden, geht heute schon und ist gesetzlich möglich. Und es wird endlich Zeit, dass unsere lieben Städte und Kommunen das auch vollziehen. Ralf Lenkert hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Dieses Gesetz erinnert mich irgendwie an ein unaufgeräumtes Kinderzimmer. Man öffnet die Tür, sieht die alten Socken, stolpert über Schulsachen. Pringles knirschen unter den Füßen, aus der Brotbüchse schauen mehr Augen raus als rein. Den Teenager interessiert das Chaos nicht die Bohne. Er sitzt entspannt vorm Rechner und streamt. Gute Eltern weisen ihr Kind auf das Chaos hin und fordern freundlich, aber deutlich zum Aufräumen auf. Nach einer Stunde kommen sie zurück, passiert ist nichts. Verärgert und bestimmt, mit der Androhung von Konsequenzen wird sofortiges Aufräumen verlangt. Eine halbe Stunde später erkennt man das Zimmer nicht wieder. Das Chaos ist weg. Zufrieden will man das Zimmer verlassen. Da entdeckt man versteckt in der Ecke einen Haufen und man öffnet den Schrank und das Zimmer sieht aus wie vorher. Kolleginnen und Kollegen, Ihr Umgang mit den Vorgaben aus Brüssel ist wie die Beseitigung des Chaos im Jugendzimmer. Eine reine Show. Bis 2021 hätte Deutschland die Hersteller von nicht recycelten Einweg-Kunststoffwerkstoffen finanziell belasten müssen. Passiert ist nichts. Jetzt zahlt die Bundesregierung jährlich 1,37 Milliarden Euro aus Steuermitteln an die EU, statt die Hersteller zu belasten. Sie feiern Recyclingquoten von 60%, aber die Verpackungsmengen explodieren. Und die absolute Menge des nicht recycelten Kunststoffs in Deutschland steigt inzwischen auf 11 Kilogramm je Person und Jahr. Da ist selbst Griechenland absolut besser bei nur 35% Recyclingquote. Da sind es nämlich nur 10 Kilo, die im Abfall landen. Kippen verdrecken Natur und Städte. Müllbehälter quellen über von To-Go-Verpackungen. Und die Kommunen zahlen die Beseitigung. Nicht die Tabakfirmen, nicht die Verpackungsproduzenten. Das ist falsch. Auf Druck der EU bringt die Koalition jetzt dieses Gesetz auf den Weg. Die Kommunen erhalten jährlich 400 Millionen Euro für die Abfallbeseitigung, aber die Verursacher, die Hersteller, müssen nur 350 Millionen bezahlen. Die Differenz zahlt wieder die Gesellschaft. Da hat der Lobbyismus erfolgreich über die Herstellerverantwortung gesiegt. Unerträglich. Es ist wie Perlen vor die Säue werfen, wenn ich Ihnen jetzt unseren Antrag zur Verpackungsvermeidung vorschlage. Aber im Interesse der Umwelt wird DIE LINKE weiter für Abfallvermeidung eintreten. Wir fordern, dass die Hersteller von Kunststoffverpackungen zur Kasse gebeten werden und dass die Kunststoffhersteller die Zahlung an die EU übernehmen. Es gibt Alternativen, die sind preiswert, die sind ökologisch. Bringen Sie die Hersteller dazu, ihre Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, dass sie endlich ihre Produktion umstellen. Das ist nicht ein kostenteurer, sondern das ist eine Investition in die Zukunft. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Jan-Niklas Gesenhus hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal auch von dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Steffi Lemke, auf ein gutes und gesundes Lebensjahr. Meine Damen und Herren, es ist vorhin schon angeklungen, das Verursacherprinzip ist eines der grundlegenden Prinzipien einer sozialen Marktwirtschaft. Walter Eucken, einer der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, der übrigens nicht im Verdacht steht, besonders grünnah zu sein,
hat aus dem Verursacherprinzip sogar ein zentrales Prinzip der sozialen Marktwirtschaft gemacht, nämlich eins seiner regulierenden Prinzipien, indem er sagt, dass, wenn externe Kosten vorliegen, es angebracht ist, dass der Staat dann auch regulierend eingreift. Was meint er damit? Er meint, wenn Folgekosten von Unternehmen auf die Gesellschaft überwälzt werden, hat der Staat dafür zu sorgen, dass die Unternehmen diese Folgekosten berücksichtigen und sie eben nicht mehr auf die Gesellschaft überwälzt werden. Genauso einen Fall haben wir hier vorliegen. 1 Million Tonnen Einwegkunststoff landen jedes Jahr in Deutschland auf dem Markt, und ein großer Teil der Kosten der Beseitigung dieses Einwegsplastiks wird auf die Gesellschaft überwälzt. Und das ist nicht fair, und das ist auch nicht ökonomisch sinnvoll. Und deswegen ist es richtig, meine Damen und Herren, dass wir hier die Verursacher, also die Hersteller, stärker in die Verantwortung nehmen. Wie gelingt das konkret? Das gelingt konkret dadurch, dass wir eine Abgabe einführen auf Einwegplastik. Die fließt dann in einen Fonds. Und übrigens, weil das vorhin falsch dargestellt worden ist, dieser Fonds wird begleitet von einer Kommission, in der auch 6 Vertreter der Hersteller sitzen. Die Wirtschaft ist also beteiligt. Die Mittel aus diesem Fonds werden dann gegeben an diejenigen, die dafür zuständig sind, das Einwegplastik aus der Umwelt wieder zu entfernen, nämlich die Kommunen. Und wir fördern damit am Ende die Kommunen mit fast 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Für eine mittelgroße Stadt macht das ungefähr 500.000 Euro. Ich finde, das ist eine gute Unterstützung für die Kommunen, die am Ende uns alle von der Plastikflut befreien. Und das ist eine wichtige und eine gute Unterstützung für unsere Städte und Gemeinden. Und meine Damen und Herren, auch aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, dass wir diesen Schritt gehen. Die Ministerin hat die Verschmutzungskrise angesprochen, die globale Verschmutzungskrise. Auf der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal ist deswegen auch zu Recht der Beschluss gefasst worden, dass wir den globalen Eintrag von Plastik in die Umwelt auf 0 reduzieren wollen und müssen. Denn Tiere leiden weltweit unter der Plastikflut, und die Dramatik dieser Krise zeigt, dass wir hier handeln müssen. Auch dazu leistet dieses Gesetz einen wichtigen Beitrag, dass wir diese Plastikflut reduzieren, meine Damen und Herren. Und ich will auch eins mal sehr deutlich sagen. Angesichts der Dramatik dieser Krise hätte man auch noch deutlich mehr machen können. Man hätte auch noch weitere Produkte mit aufnehmen können, beispielsweise. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen ausgewogenen, mit Fingerspitzengefühl gemachten Gesetzesvorschlag vorzulegen. Und trotzdem ist dieser Gesetzvorschlag in der Lage, die Kreislaufwirtschaft zu stärken, unsere Kommunen besser zu fördern, die Umwelt zu schonen und das Verursacherprinzip konkret auszubuchstabieren. Und deswegen freue ich mich über eine unterstützende Beratung dieses Gesetzes, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Björn Simon hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite aus einen herzlichen Glückwunsch an die Ministerin. Alles Gute für das neue Lebensjahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Frage. Achtlos weggeworfene Kunststoffprodukte stellen ein großes Problem für unsere Umwelt dar, das wissen wir alle. Sie benötigen Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, um sich zu zersetzen, belasten unsere Ökosysteme, schaden uns Menschen und auch der Tierwelt. Und ich weiß, dass wir, ich denke, das haben wir bis bei den vergangenen Reden heute zu diesem Thema gehört, dass wir fraktionsübergreifend dasselbe Ziel verfolgen. Wir müssen und wir wollen die Stoffkreisläufe weiter schließen und damit die Umwelt weiter entlasten. Aber der Weg zu diesem Ziel eint uns nicht. Technologieoffenheit, Ideologiefreiheit und ein Level Playing Field, das sind die Voraussetzungen für dieses Gesetz, dass es funktionieren kann. Und dafür steht die Union. Wir debattieren heute in erster Lesung über das vorliegende Einwegkunststoffgesetz. Es ist übrigens die vorerst letzte nationale Umsetzung der EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Die Verwendung von bestimmten Einwegkunststoffen soll dabei reduziert werden. Als Folge soll die Umweltbelastung durch Plastikmüll auf den Straßen, in unseren Parks, in unseren Gewässern und so weiter verringert werden. Schon zu Beginn des parlamentarischen Verfahrens ist ja heute,
bin ich sicher, dass wir in den kommenden Wochen an vielen Stellen des Gesetzentwurfs Verbesserungen herbeiführen werden. Wir werden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion, dabei nach Kräften unterstützen. In den Einweg-Kunststofffonds werden Hersteller und Importeure von bestimmten Produktgruppen regelmäßig einzahlen müssen, solange deren Vertrieb läuft. Die gesammelten Mittel sollen anschließend dazu verwendet werden, die Hersteller an den Kosten der Entsorgung und Reinigung im öffentlichen Bereich, die bis jetzt alleine durch die Allgemeinheit getragen wurden, zu beteiligen. Durch die Verteuerung der Produkte sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher und in Folge natürlich dann entsprechend die Produzenten angeregt werden, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen. So viel zur Theorie. Und das klingt doch erstmal sehr harmonisch. Wir müssen dabei jedoch im Auge behalten, dass Produkte aus deutscher Fabrikation durch einseitig nationale Preissteigerung im EU-Raum und global ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren dürfen. Die Vorgaben der Europäischen Kommission zur Umsetzung der EU-Einwegkunststoffrichtlinie geben der nationalen Umsetzung große Spielräume. Das ist zwar auf der einen Seite sehr großzügig, sorgt aber mit Sicherheit dafür, dass wir in der EU einen Flickenteppich an nationalen Umsetzungen sehen werden. Das ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Also auf jeden Fall auch volkswirtschaftlich betrachtet ein wichtiger Grund, vorsichtig zu sein. Mit dem vorliegenden Vorschlag des Umweltministeriums sprechen Sie, liebe Bundesregierung, innerhalb der EU jedoch vor, ohne die angekündigten Leitlinien der EU-Kommission zur Umsetzung abzuwarten. Deutschland ist eines der ersten Mitgliedstaaten, das bereits ein konkretes Kostenmodell erarbeitet hat. Das ist ausnahmsweise mal schnell, positiv, aber auf der anderen Seite nicht wirklich gut an dem Fall. Wir müssen unsere Unternehmen in einem starken europäischen Binnenmarkt doch bestmöglich unterstützen. Sie schaffen einen bürokratieintensiven öffentlich-rechtlichen Fonds im Umweltbundesamt und im Umweltministerium, der alleine durch noch mehr Personal einfließende Geldmittel binden wird, die dann nicht für den eigentlichen Zweck, nämlich die kommunale Reinigung, zur Verfügung stehen wird. Wieso greifen wir nicht einfach auf die bereits bestehende Infrastruktur der zentralen Stelle Verpackungsregister zurück? Der Vorschlag kam schon einige Male. Vielleicht kommen wir da zusammen. Sie ignorieren dabei die Synergieeffekte und schaffen neue Strukturen, wo sie einfach nicht gebraucht werden, weil sie bereits bestehen. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass eine privatwirtschaftliche Lösung, die im Sinne der europäischen Verordnung die erweiterte Herstellerverantwortung tatsächlich bei den Herstellern ansiedelt, eine für unsere Wirtschaft bürokratieärmere, günstigere und vor allem bessere Variante ist. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die fehlende Kostentransparenz, die ja auch schon mehrfach angesprochen wurde. Die betroffenen Unternehmen müssen doch aus dem Gesetz entnehmen können, was auf sie zukommt. Das gehört auch zur Planungssicherheit dazu. Wir sind dagegen, eine geplante Rechtsverordnung, die vom Ministerium und dem Umweltbundesamt am Parlament vorbei festgelegt wird. Die Bemessungskriterien für die Festlegung der Abgabenhöhe gehören in das Gesetz rein, und wir Parlamentarier müssen doch mitentscheiden. Das ist unser ureigenes Interesse als frei gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und wir fragen uns zudem ehrlich, welchen Sinn die einzurichtende Einwegkunststoffkommission hat. Wurde jetzt auch mehrfach angesprochen, vor allem wenn abweichende Empfehlungen des Umweltbundesamtes überhaupt nicht begründet werden müssen, sondern einfach durchgewunken werden. Und die Zahl der Herstellervertreter nicht mindestens auf 50% erhöht wird, um eine Parität mit anderen Gruppenmitgliedern herzustellen. Ich meine, wir wissen ja, dass es aktuell mit der selbstgeforderten Parität der Ampel an prominenter Stelle nicht weit her ist. Aber bei der Einberufung dieser Kommission sollten Sie in einem fairen Verhältnis verteilen. Ja, diese und weitere Punkte werden uns also in den kommenden Wochen beschäftigen. Wir sind gerne bereit, an dem vorgelegten Entwurf mitzuarbeiten und konstruktive Kritik zu üben. Herzlichen Dank. Bernhard Daltrup hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst Frau Ministerin, sehr herzlichen Glückwunsch. Es ist eine schöne Kombination, ein so gutes Gesetz mit dem Geburtstag zu verbinden. Hoffentlich geht es auch so gut. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls. Also, es ist eben schon gesagt worden, wer ärgert sich eigentlich nicht darüber, wenn Müll in der Landschaft liegt, wenn Zigarettenkippen rumliegen, Kaffee-to-go-Becher und Ähnliches. Und klar denken wir dabei manchmal an die Gleichgültigkeit der Menschen, an ihre Verantwortungslosigkeit. Und natürlich gibt es eine Verantwortung. Frau Scudelli hat das angesprochen, und Sie haben recht, aber das ist ja alleine nicht hinreichend.
Denn am Ende haben wir Müllberge in den Städten und Gemeinden, die auch damit zu tun haben. Und diese Müllberge zu beseitigen, kostet die Städte und Gemeinden eine dreistellige Millionenhöhe sozusagen Beträge. Ich weiß, dass wir heute über Kunststoffe reden, aber ich will zumindest mal sagen, stündlich werden in Deutschland rund 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke verbraucht, davon bis zu 140.000 To-Go-Becher. Dabei weiß eigentlich ja jeder, für die Umwelt ist mehrfach besser als einfach. Übrigens fürs Denken manchmal auch, aber das nur am Rande. Man sieht, der Müll, der ist nicht einfach da. Er wird vorher als vermeintlich brauchbarer Behälter produziert. Er wird Verbraucherinnen und Verbrauchern als einfacher Weg zum bequemen Konsum angeboten. Simplify your life. Und das, was die Müllabfuhr nicht entsorgt, das landet in der Umwelt. Viel zu oft am Ende in den Weltmeeren und ist dort eine gefährliche Substanz. 85% des Meeresmülls besteht mittlerweile aus Kunststoff. 85% der Arten des Plastikmülls, auf den sich dieser Gesetzentwurf bezieht, ist an den Stränden Europas zu finden, auch an Nord- und Ostsee. Was tun also, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, um ihr Einhalt zu gebieten? Verbieten wäre, glaube ich, kaum ein erfolgversprechender Weg, weil dieser Müll ja vorher als Produkt eine Funktion wahrgenommen hat. Unser Ziel ist es also nicht, den Konsum außer Haus zu erschweren, sondern die Folgen für Mensch und Natur zu reduzieren. Wir wollen nicht sozusagen ewige Kontrolle, sondern wir wollen Motivation und Umbau. Der andere in Marktwirtschaften übliche Weg besteht eben darin, die Verantwortung derer einzubeziehen, die das Problem verursachen. Konkret die Produzenten an den Kosten der Beseitigung ihrer Produkte zu beteiligen und damit auch den Weg zur Vermeidung des Mülls zu beschreiten. Die Kosten, da gebe ich Frau Skudelny ausdrücklich recht, nur an den Konsumenten weiterzugeben, das ist kein zukunftsorientierter Weg, darauf wird man achten müssen. Und weil die Wirtschaft alleine dieser Aufgabe nicht gerecht wird, ja, deswegen ist staatliches Handeln eben erforderlich. Genau diesen Weg geht das sogenannte Kunststofffondsgesetz mit 3F, auch interessant, das wir heute auf den Weg bringen. Das Gesetz ist übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass Europa, dass die EU-Kommission, dass das Europäische Parlament seiner Verantwortung gerecht wird. Denn das Problem ist ja keines, das auf Deutschland beschränkt ist. Die Müllflut gefährdet die Lebensräume in den Meeren weltweit. Sie beeinträchtigt den Erholungswert von Natur und Landschaft und menschlicher Gesundheit in ganz Europa. Also mit anderen Worten ist das Gesetz eine Richtlinie, eine europäische Richtlinie, die für uns zwingend umzusetzen ist, ein gutes Beispiel für eine gute europäische Politik. Ich finde, das kann man an solcher Stelle mal erwähnen. Worum es geht, ist bereits mehrfach erwähnt worden. Erstens, Kunststoffmüll soll reduziert werden, und zwar von den Produzenten, also an der Quelle, indem man den Müll einen Preis gibt, damit man weiß, dass nicht nur die Produktion Geld kostet, sondern die Entsorgung eben auch Geld kostet. Und das ist eine Verantwortung, die derjenige, der das Produkt herstellt, eben auch hat. Das ist Verursacherprinzip und das ist übrigens auch Kreislaufwirtschaft. Und zweitens geht es darum, denjenigen, die den Müll zu beseitigen haben, dafür eine Entschädigung zukommen zu lassen. Auch richtig, weil bei ihnen die Kosten landen, die vor allen Dingen von den Bürgerinnen und Bürgern zu zahlen sind. Ist doch klar, von wem denn eigentlich sonst? Und sie brauchen dafür eine Unterstützung. 430 Millionen sind in Rede. Das ist eine gute Sache. Drittens, eine Kommission, Anja Weisgerber, aus Herstellern, Kommunen, Umweltverbraucherverbänden beim Bundesumweltamt entscheidet, wie das Geld erhoben und wie es verteilt werden soll. Also die sind dabei, alle Beteiligten sind dabei. Die Festsetzung erfolgt jährlich. Die Festsetzung, ja, die Verantwortung ist auch eine gemeinsame Verantwortung, das weißt du ja auch. Die Festsetzung erfolgt jährlich durch das Umweltbundesamt, erstmal 2025. Gute Sache. Das Geld geht weitgehend an die Städte, Kreise und Gemeinden und ihre Entsorgungsunternehmen. Und sie von den Kosten der Müllbeseitigung zu entlasten, das ist richtig. Und meine Bitte, liebe Anja, ist, es ist, glaube ich, ein Gewinn für Sauberkeit von Kommunen und Landschaften. Und ich habe ein großes Vertrauen, dass die Kommunen sich nicht bereichern, sondern rational, vernünftig, effektiv eine gute, zukunftsorientierte Abfallwirtschaftspolitik machen. Das ist ja der eigentliche Sinn. Zuletzt, das Gesetz entspricht übrigens den Zielsetzungen des Koalitionsvertrages. Es ist ein kleiner Mosaikstein dieser Fortschrittskoalition. Auch das ist gut. Ich bedanke mich dafür, dass ich als kommunalpolitischer Sprecher von den Kollegen eingeladen worden bin, zu diesem Gespräch, zu diesem Gesetz reden zu können. Ich bin jetzt zu Ende. Also unsere Kommunen profitieren doppelt. Weniger Müll auf den Straßen, das ist gut so, und keine höheren Kosten. Vielen Dank. Danke.
Ich schließe die Aussprache damit. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 5164 und 5227 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Dazu sehe ich bei Ihnen keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Herzlichen Dank.